Tja, und jetzt geht es mal hier wieder rund um unsere Tablet-PCs. Denn wir haben wirklich für jeden das Passende dabei. Egal, ob Sie lieber ein kleineres, handliches Tablet wollen oder vielleicht eins, was alles kann oder vielleicht ein etwas größeres, wo man super mitarbeiten kann. Hier kommt jeder auf seinen Geschmack und vor allem hier findet auch jeder was, auch wenn es für kleines Geld ist. Und das präsentieren wir Ihnen jetzt gemeinsam mit Kai Engelmann. Also wir haben jetzt 4 verschiedene Tablets, eigentlich unsere absoluten Megaseller. Anders kann man es gar nicht sagen. Und da ist tatsächlich, und ich gebe Anna völlig recht, von klein bis groß alles dabei, was ich brauche. Welches Ihres ist, das werden wir Ihnen natürlich jetzt ganz gemütlich in der Sendung erklären. Und anfangen tun wir mit unserem kleinen Alleskönner, der mich, als er rausgekommen ist, sowieso völlig umgehauen hat. Denn zum ersten Mal 6 Geräte in einem, das finde ich schon mal eine richtige Leistung. Und vor allem der Preis ist hier das, wo ich mir immer wieder denke, tja, schafft wohl doch kein anderer außer uns. Genau, das ist nämlich unser kleines SX7 V2. Ist zum einen natürlich erstmal ein super kleines und schönes handliches Tablet-PC mit ungefähr 7 Zoll. Und damit kann ich tatsächlich nicht nur im Internet surfen, sondern auch noch telefonieren. Das heißt, ich packe hier einfach eine SIM-Karte hinein. Nein, ich muss mich verbessern, sogar 2 SIM-Karten kann ich hier hineinpacken, wenn ich das will. Und bin dann auf 2 Telefonnummern erreichbar. Das heißt, ab sofort trennen Sie das Private vom Beruflichen. Und das ist natürlich ein absoluter Knüller. Jetzt haben wir aber aufgezählt 6 Geräte. Jetzt haben wir einmal Tablet-PC und 2 Telefone. Da fehlt natürlich noch ein bisschen was. Wir können aber noch ordentlich was draufpacken. Also 2 Telefone. Dann haben wir ein Touchlet natürlich mit drin. Navigation, ganz wichtig. Eigentlich haben wir ja sogar 7 Geräte, denn du hast gestern was gesagt, Anne. Wir haben ja auch noch einen E-Book-Reader mit drin. Und jetzt überlegen Sie sich das mal. Navigation, ein Tablet, 2 Smartphones, eine Navigation und dann auch noch einen E-Book-Reader mit drin. Das finde ich schon mal echt grandios. Und die anderen beiden, das wären dann noch 2 Kameras. Genau. Denn wir haben hier weder Kosten noch Mühe gescheut, in wirklich die besten Sachen damit einzubauen. Und jetzt sehen Sie hier, dass man tatsächlich vom Tablet-PC auch telefonieren kann. Ich drücke einfach, wie ich das beim Smartphone kenne, auf den Telefonhörer und dann geht es los. Das Ganze natürlich vertrags- und SIM-Lock-frei. Das heißt, Sie müssen nicht erst einen teuren Vertrag mit uns abschließen. Nee. Macht ja auch gar keinen Sinn. Und für unter 150 Euro, also sprich 149,90 Euro, ist das genial. 7 Geräte. Ein Preis, das ist doch mal richtig toll. Also für jeden, der beruflich mit solchen Geräten zu tun haben will, ist es natürlich auch toll, denn ich habe alles in einem wunderschönen Gehäuse mit dabei. Robust ist das Gerät natürlich auch. Wir haben ein wunderschönes Aluminiumgehäuse auf der Rückseite. Zeig ich mal. Wir haben ein tolles IPS-Panel. Auch die Leistungsdaten, was den Prozessor betrifft, werden Ihnen natürlich heute alle Dinge, die Sie im Internet machen wollen, super einfach von der Hand gehen lassen. Denn der ist ultraschnell, ein 2-Kern-Prozessor drin, also richtig Dampf hier in der Hütte. Und mit dem Display zusammen macht das auch richtig Spaß, Spiele zu spielen. 1 GB Arbeitsspeicher in so einem kleinen Gerät. Vor ein paar Jahren hat das wirklich noch ein PC gut zu Gesicht gestanden. Stimmt. Und natürlich dann so ein Gerät. Übrigens, Sie kriegen eine passende Halterung bei uns auch, können Sie mal im Callcenter nachfragen. Als Navigationsgerät, gerade in einem großen Auto zu nutzen, finde ich schon eine tolle Sache. Das stimmt. Ja, einfach eine Kfz-Halterung nochmal im Callcenter nachfragen, ob wir die haben. Die haben wir nämlich. Und dann bestellen Sie die für kleines Geld noch mit dazu. Dann machen Sie im Handumdrehen aus Ihrem Tablet-PC einfach mal Navi. Und jetzt schauen Sie sich doch mal bitte diese tollen Fotos an. Und dafür ist natürlich unsere Kamera verantwortlich. Eine auf der Rückseite, wie süß. Oder eine aber natürlich auch im Frontbereich. Und damit kann man sich dann auch mal fotografieren, die sogenannten Selfies. Oder wenn man dann auch mal gerne mit der Familie skypen will, ist ja echt goldig. Ja, so ein kleiner Mops, schon was Lustiges. Also Loriot wusste schon, warum er sich diese Hunde zugelegt hat. Das sind nämlich wirklich goldige Viecher. Alles das kriegen Sie für 149,90 €. Und das ist das Überragende an dem Gerät. Nicht nur, dass die Leistungsdaten wirklich absolut Weltklasse sind, sondern der Preis ist einfach unschlagbar. Ein kleines, kompaktes Gerät, was ich überall mit hinnehmen kann. Ob ich jetzt mich informieren will, Unterhaltung brauche im Internet oder auch ein Spiel spielen will, lesen will, alles das geht komplett mit diesem Gerät. Und die Eingabe, wie Sie es hier sehen, ist super praktisch, denn immer dann, wenn ich was tippen muss, geht eine Tastatur auf und mit der kann ich dann perfekt alle meine Informationen, Daten und natürlich auch Eingaben hier komplett erledigen. Es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Gerät und bis zu 32 GB Speicherplatz haben Sie hier möglich reinzupacken. Eine Micro-SD-Karte benötigen Sie und die tun Sie dann rein. Also variabler Speicher. Wir sagen eigentlich sogar am Schluss bei uns bei den Geräten unendlicher Speicher. Denn ich kann ja immer wieder eine Micro-SD-Karte nachrüsten. Eine für Spiele, eine für Programme, eine für Musik, eine für Fotos und das alles noch in der Verbindung mit Bluetooth bedeutet also, dass ich hier sogar mit einem Headset telefonieren kann oder natürlich, gesetzt
jetzt den Fall, das funktioniert im Haus bei mir, in der Wohnung oder auch im Auto. Wenn ich ein Empfangsgerät habe, was Bluetooth kann, kann ich natürlich auch noch meine Musik streamen. Und am Schluss noch so eine klasse Laufzeit, das nenne ich mal echt einen Hammer. Das ist natürlich genial und deswegen sollen Sie aus diesem Grund jetzt auch zuschlagen, denn unser SX7 V2 hatte ja mal einen Nachfolger namens SX7 und da waren jetzt oder sind momentan die Bestände auch so knapp und deswegen haben wir da natürlich auch für Nachfolger gesorgt, aber auch da werden die Bestände immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Ich kann es verstehen. Ich meine, wir haben 7 Geräte aufgezählt und das für 149,90 €. Das kann uns so schnell keiner nachmachen. Nicht mal mehr Pearl.de könnte uns da das nachmachen. Also von den Leistungen, ja klar, ist ja dasselbe Gerät, aber preislich liegen wir hier immer noch bei knapp 170 €. Und warum mehr Geld ausgeben, wenn es auch weniger geht? Und deswegen sollten Sie jetzt bei uns anrufen und sich Ihr SX7 V2 sichern mit der PX8845 und der 569. Wem das Display hier allerdings so klein ist, haben wir gleich auch noch mehr Geräte für Sie. Übrigens, Sie haben jetzt 20 € im Gegensatz zu Pearl.de gespart. Wenn Sie vielleicht noch eine Schutzfolie dazu wollen oder ein passendes Täschchen, das bieten wir Ihnen auch an, können Sie im Callcenter gerne mal nachfragen. Dann liegen Sie immer noch unterm Preis von Pearl.de. Also hier bei uns heißt Sparen wirklich sinnvoll sparen, denn wo kriegen Sie schon 20 € Nachlass auf ein elektronisches Gerät heute in einem Fachgeschäft? Das können Sie völlig haken. Bei uns geht das eben dadurch, dass wir immer wieder richtig schön scharf für Sie verhandeln und dann eben Kontingente für diese Preise freigeben können. Es ist ein Informant für jegliche Informationen. Ich finde es einfach toll, dass ich in kürzester Zeit sogar hier überall mit diesem Gerät ins Internet gehen kann. Den passenden Mobilfunkvertrag vorausgesetzt, können Sie natürlich auch nicht nur zu Hause im Internet surfen, wenn Sie sich da ins kabellose Internet eingebucht haben, sondern Sie können dann natürlich auch mit einem passenden Mobilfunkvertrag, egal wo Sie in Deutschland unterwegs sind, ins Internet gehen. Also ein ganz tolles Gerät. Natürlich haben wir auch eine Bestellnummer für Sie und die ist ganz wichtig. Das ist die PX8845 und die 569. Und ich hatte es gerade gesagt, bis zu 5 Stunden Laufzeit mit dem Gerät. Das ist natürlich auch klasse, wenn ich das vielleicht mal auf die Rückbank bei einer längeren Fahrt ins Auto zu meinen Enkeln, zu meinen Kindern gebe. Und Sie sehen es ganz einfach hier. Bilder angucken, größer zoomen, sich informieren. Das ist einfach eine tolle Sache. Wir haben jetzt hier mal eine App uns runtergeladen, das nennt sich Autoscout. Also da kann ich mir Autos online kaufen und vorher wirklich auch genauestens anschauen. Früher war das doch so, da hatte man eine Zeitung, da war ein Inserat und da hat man dann gesehen, aha, die verkaufen einen Golf für den und den Preis. Und da war dann ein kleines Foto drin. Das heißt, wenn man das Auto haben wollte oder wenn man verschiedene im Blick hatte, dann musste man die alle sich vorher mal anschauen. Hier habe ich wirklich die Möglichkeit, online mir einfach mal ein Auto zu bestellen, vorher mal mit dem Verkäufer zu telefonieren und kann mir natürlich auch mehrere Bilder gleichzeitig anschauen. Das ist schon toll und ich meine, das ist Technik, die auch noch selbsterklärend ist und das für kleines Geld. Und jetzt kommt noch was dazu, gerade beim Autokauf. Sie können sich natürlich überall in Deutschland mal informieren, wie sind denn die Preise in Hamburg, wie sind die Preise in München, wo steht denn vielleicht mein Schnäppchen oder wenn ich zu dem Autohändler meines Vertrauens gehe, kann ich ihm trotzdem mal sagen, pass mal auf, ich habe das im Internet, das Auto aber gute 1.200 € günstiger gesehen, da muss noch was gehen. Und all das kriege ich eben in Windeseile, nämlich in Sekundenschnelle, da wo ich stehe, als Information auf mein Tablet drauf. Und das ist das Geniale, ich muss nicht mehr ständig irgendwo hin telefonieren, hinfahren, mir was angucken. Die Informationen sind heute im World Wide Web alle sozusagen für jeden in kürzester Zeit ersichtlich. Hier nochmal die Bestellnummer, die PX8845 und die 569. Und damit kommen wir jetzt zu dem, was Anne gerade schon angeschnitten hat. Wenn Ihnen 7 Zoll zu klein sind, dann haben wir natürlich auch noch was für Sie. Genau, wie wäre es denn mit 8 Zoll? Also, wenn man es genauer nehmen will, 7,85 Zoll, aber sind wir mal nicht päpstlich als der Papst und damit kann ich dann auch tatsächlich telefonieren. Das ist wirklich ein tolles Tablet, also mittlerweile auch hier die Crew, die hier immer unsere ganzen Sachen vorbereiten, alle rüsten nach und sagen sich, warum soll ich mehr Geld ausgeben und haben jetzt wirklich auch bereits schon unser X8 Quad Pro und auch ich als Frau finde es natürlich toll, weil in meiner Handtasche ist ja sowieso immer nie Platz für irgendwelche Sachen, aber hier ab sofort brauche ich ja nur noch ein Gerät. Ich habe alles mit dabei und selbst wenn ich mal schauen will, Mensch, ich bräuchte mal wieder neue Schuhe, dann muss ich nicht ins nächste Geschäft rennen und dann vergleichen, sondern ich vergleiche online, bestelle mir das online und habe dann wirklich nicht den ganzen Stress. So, was jetzt bei dem X8 Quad Pro so sensationell ist und das kann ich eigentlich aus der eigenen Erfahrung nur raus sagen, es ist wahnsinnig schnell im Aufbau von Internetseiten, wenn ich Spiele spiele. Und das hängt mit diesem niegelnagelneuen 4-Kern-Prozessor zusammen. Der hat 1,2 Gigahertz und wir haben hier Android 4.22 drauf. Und wenn Sie dieses Gerät in den Händen halten und damit arbeiten, werden Sie genau so wie ich der Meinung sein, Amis braucht kein Mensch mehr. Denn wir haben alles drin, was ich von einem Tablet erwarte. Es ist trotzdem noch kompakt und handlich. Wir haben ein wunderschönes Aluminiumgehäuse und vor allem haben wir auch eine HDMI-Schnittstelle. Und da wird es jetzt interessant. Genau, das haben wir nämlich bei den Amis leider nicht.
Wir haben hier einen HDMI-Anschluss, das heißt, ich kann Fotos, die ich mit unserem schicken X8 Quad Pro aufgenommen habe oder meinetwegen auch Videos, dann einfach an meinem Fernseher mir anschauen oder Spiele spielen. Ja, all das kann ich hiermit machen und das ist schon wirklich genial und dafür sorgt dieser kleine Anschluss. Wenn Sie noch ein HDMI-Kabel brauchen, kein Problem, gibt es bei uns auch ganz günstig im Sortiment. Da müssen Sie nicht erst in die Elektrofachmärkte, die wollen dann nämlich noch ein bisschen mehr Geld. Also ein X8 Quad Pro, also wie gesagt unser großer 8 Zöller, mit dem ich telefonieren kann und das mit einem superschnellen 4-Kern-Prozessor und dann dieser Preis ist doch schon wieder sensationell. Und das war genau der Grund, warum ich mich für dieses Gerät entschieden habe. Mehr Tablet braucht eigentlich kein Mensch, gerade die Menschen, die viel unterwegs sind und ein kleines handliches Gerät suchen. Ich bin telefonisch erreichbar, ich kann ins Internet gehen, ich kann natürlich Fotos damit schießen, auch alles drin. Eine Kamera auf der Rückseite mit 2 Megapixeln. Und das Tolle ist, ich kann es natürlich auch im Urlaub verwenden. Ich kann damit auch jederzeit natürlich Fernsehen. Wir haben sogar passende DVB-T-Receiver für Sie, die Sie da anschließen können. Also das ist schon ein richtiges Wunderwerk der Technik. Ganz gemütlich auch im Campingwagen mal ein Spielchen spielen oder eben sich informieren, was draußen so los ist. Soziale Netzwerke pflegen, Fotos vielleicht mal hochladen. Alles das geht absolut einfach und perfekt. Und dass das Menü super übersichtlich ist, das werden wir Ihnen gleich nach dem Film mal zeigen. Und auch die Geschwindigkeit von dem Gerät ist einfach, die spricht für sich. Also das nenne ich mal richtig mobiles Entertainment für jede Situation. Schauen Sie sich das mal an. Zack. Mache ich mal zu. Also Tatsache ist, dass ich hier eben unheimlich schnell und flüssig all die Dinge bewegen kann. Schauen Sie sich das mal an. Toll. Das ist genau das gleiche Niveau, was die Amis auch haben und das macht einfach unglaublich Spaß. Ich meine, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben so ein 8 Zoll großes Gerät bei Ihnen im Auto als Navigationssystem. Das sieht doch nach Luxus aus, das sieht aus nach viel Geld, das ist absolut wertig. Und Sie haben dafür aber nicht viel Geld investiert und können damit auch noch gleichzeitig telefonieren. Ganz ehrlich, können Sie mit Ihrem Navi telefonieren? Also ich mit meinem nicht. Eben, und das ist auch mal ein entscheidender Punkt. Wie gesagt, Navigation funktioniert eben auch, denn mit Internetverbindung kann ich mich überall orten lassen. Hier ganz klassisch der Mini-HDMI, dann haben wir einen Micro-USB-Anschluss zum Datenaustausch und Laden. Hier ist der Kopfhöreranschluss und wenn Sie das schwarze Klappenteil hier runternehmen, dann ist unten drunter auch noch die Micro-SD-Karte mit bis zu 32 GB. Das kriegen Sie nämlich an Speicherplatz hier auch rein und da können Sie dann auch die Mobilfunkkarte rein tun. Ich mache es mal kurz runter, damit Sie sehen, wie das einfach geht. Bitte schön, hier haben wir dann noch unseren Mobilfunkkartenschacht und da haben wir den Platz für die Micro-SD-Karte. So einfach geht's. Und ich habe noch eine schöne Kundenmeinung, die kommt aus Köln von WK. Ich kann das X8 Quad Pro den Kunden empfehlen, die Wert auf ein qualitativ hochwertiges Produkt legen. Es ist nicht nur in der Qualitätsklasse, auch das Arbeiten macht große Freude. Es ist in jeder Hinsicht sehr schnell, ob im mobilen Internet oder bei anderen Arbeiten. Einfach nur klasse. Und HM schreibt uns dazu noch, über SIM-Karte im Netz zu surfen ist ein Genuss. Die Empfindlichkeit ist im Vergleich mit anderen Geräten sehr gut und der Seitenaufbau ziemlich zügig. Ja, also da kann man wirklich nichts mehr hinzufügen. Es ist ein tolles Gerät. Und wenn auch Sie sich überzeugen wollen, dann probieren Sie es einfach aus. Ich meine, bei so einem kleinen Geld macht man nichts falsch. Auch die Presse, wir blenden Ihnen die ja immer fortgehend unten ein. Auch die sind natürlich voll des Lobes und da kann man wirklich nicht meckern. Nee. Und vor allem, Sie sehen es auch mal am Badeweiher-Informationen, ganz einfach mal aus dem Internet runterziehen. Und das geht alles eben durch den SIM-Kartenschacht, also durch den Mobilfunkkartenschacht. Ich finde es einfach klasse. Und die Fotos, die sprechen natürlich auch für sich. Also ein wirklich tolles Gerät auf dem absolut neuesten Stand der Technik, was den Prozessor betrifft und in der Verbindung mit dem Android 4.22 macht das einfach nur Laune, hiermit zu arbeiten, zu spielen und sich zu informieren. Und Sie können übrigens gleichzeitig sogar 2 Bluetooth-Geräte hier andocken. Und das Gerät hat sogar noch eine Sprachsteuerung. Das heißt, diese sogenannte Google-Sprachsteuerung, wenn ich dann sage, Internet suchen, irgendeinen Eingabebereich, dann erkennt er mir das auch und schon funktioniert. Hier ist die Bestellnummer für Sie. Das ist die PX8841 und die 569 und das Ganze für 189,91 €. Jetzt gibt es allerdings Zuschauer, die sagen, tolles Gerät, finde jetzt damit aber keine Anwendung. Ich brauche es einfach nicht, weil ich mir ein neues Smartphone geholt habe. Das heißt, telefonieren muss ich nicht unbedingt mit meinem Tablet-PC. Und B, 8 Zoll sind mir einfach immer noch zu klein. Dann sagen wir, na wunderbar, dann ist es doch Zeit für unser 9,7 Zöller, nämlich unser X10 Dual. Also mit einem superschnellen 2-Kern-Prozessor und damit zu arbeiten auf so einer riesengroßen Bildschirmfläche ist wirklich absolut gigantisch. Also das ist
Ich muss es immer wieder sagen, liebes X10 Duales, tut mir leid, aber du bist unser Einstiegsmodell. Aber es ist voll ausgereift. Das Einzige, was hier Einstieg ist, ist der Preis. Unter 200 Euro, nämlich 199,30 Euro. Ein HD-Display drauf, bis zu 64 GB Speicherplatz. Und das alles in so einem schönen, robusten Gehäuse mit einem Zweikernprozessor, genügend Arbeitsspeicher. Das macht schon echt Laune. Und das ist eben der perfekte Begleiter auf Couch und Co. Denn damit habe ich wirklich, du hast es gerade gesagt, ein großes Display, wo ich alles übersichtlich sehen kann. Kann natürlich auch Spiele spielen, kann das zum Beispiel auch für eine Haussteuerung verwenden, wenn Sie vielleicht mit unserem Casa Home-System schon arbeiten oder planen, dass Sie mal tatsächlich Heizkörper und Licht auch mit einem Tablet steuern können, dann ist das natürlich auch die perfekte Grundlage dafür, dass das alles zu Hause perfekt funktioniert. Also ich muss auch immer wieder sagen, die 10 Zöller sind einfach wirklich perfekt, wenn ich damit auch arbeiten will. Also egal was es ist, ob ich jetzt mir am Wochenende schaue, was koche ich, ja, oder ob ich einfach mal meine ganzen Sachen online buche, ob ich mir Sachen online bestelle oder ob ich mir den nächsten Urlaub buche, wenn ich mir da wirklich meine komplette Seite in Ruhe mit einer angenehmen Schriftgröße durchlesen will, ist sowas natürlich toll. Oder auch, ja, wenn Sie es geschäftlich nutzen wollen, wenn Sie wissen, Sie sind viel unterwegs und brauchen da aber wirklich ein zuverlässiges Tablet, was auch eine vernünftige Größe hat, dann ist das X10 Dual wirklich ein perfektes Tablet für ganz kleines Geld, nämlich für 199,30 Euro. Übrigens kommt es auch noch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Übrigens, wie Sie es gerade hier im Film sehen, wenn Sie gerne mal bei Ihrem Italiener, und das ist ein Stammitaliener, den wir lieben hier, wenn Sie tatsächlich mal italienisch bestellen wollen, dann können Sie sich gerne mal die unterschiedlichen oder sagen wir mal die italienischen passenden Worte oder die Sätze da aus dem Internet rausziehen und schon kriegen Sie auch das Richtige zu essen. Schauen wir doch mal bei pearl.de, was das Gerät da kostet. Ich kriege schon wieder Hunger, wenn ich die Pizza sehe. 219,90 €. Also bei uns nochmal schlanke, knapp 20 Euro runter. Überlegen Sie sich das mal. Tja, 20 Euro haben oder nicht haben, damit kann man dann auch ganz gerne mal sich eine Pizza holen. 199,30 Euro ist ein super fairer Preis. Na, nicht nur eine Pizza, vielleicht sogar gleich drei, vier, je nachdem, was die kostet. Ne? Das ist schon wirklich sensationell. Auch ein traumhafter Aufbau. Auch dieser Tablet-PC ist komplett wirklich selbsterklärend. Also ich muss immer wieder sagen, diese Menüoberfläche ist wirklich intuitiv. Ich muss da mein Handbuch, ich brauche das Handbuch gar nicht, weil was ich machen will, sehe ich ja hier sofort. Also ich gehe jetzt zum Beispiel mal hier ins Hauptmenü. Ja, das ist hier oben, befindet sich das. So, und da habe ich jetzt die komplette Übersicht, was ich damit machen könnte. Einige Apps waren schon drauf, ein paar haben wir uns dann natürlich runtergeladen, wie zum Beispiel ein paar Spiele. Oder vielleicht sind Sie auch jemand, der viel mit dem Zug fährt. Dann lade ich mir das DB-App runter und kann mir nicht nur meine Tickets online buchen, das heißt, ich muss nicht nur erst zum Schalter gehen, sondern ich kann auch mal eben ganz schnell nachschauen, hat der Zug Verspätung und vor allem, wie viele Minuten hat er Verspätung? Und das ist natürlich eine ganz komfortable Geschichte hier. Und mittlerweile wissen wir ja, dass es für jede Lebenssituation eine App gibt. Es gibt eigentlich kein App, was es nicht gibt, oder? Das ist tatsächlich so. Und es werden tatsächlich jeden Tag auch immer noch mehr Apps. Und da sind so viele tolle Sachen dabei. Es gibt sogar sogenannte Blutdruckmess-Apps. Das heißt, einige Geräte bei uns funktionieren heute schon auch mit dem System über Applikationssteuerung. Das heißt, die funktionieren mit Bluetooth, docken sich dann an ein passendes Gerät, Blutdruckmessgerät, egal was es sein sollte, an. Und dann haben Sie zum Beispiel auch die Möglichkeit, mal über Wochen mal Ihren Blutdruck zu messen, den natürlich dann auch zu archivieren und vielleicht Ihrem Arzt dann mal ein Langzeit-EKG jederzeit mal auswerten zu können, ohne dass ich eben so Riesengeräte mit mir rumschleppen muss. Also es gibt heute so viele tolle Lösungen und Möglichkeiten, wofür diese Tablets eingesetzt werden können. Das ist schon echt ein absoluter Knüller. Absolut. Auch hierfür wunderbar E-Books natürlich. Ich lade mir ein elektronisches Buch herunter und teilweise ist es ja eine viel größere Bedienoberfläche. Das heißt, ich lese hier auch viel komfortabler als auf so einem kleinen E-Book-Reader beispielsweise. Nein. Die haben keine 10 Zoll, soweit ich weiß. Und damit kann ich wirklich ganz komfortabel dann lesen. Auch für den Urlaub wunderbar. Ne? Und das natürlich hier in bester Qualität. Die Fotos, die Sie gerade gesehen haben, auch die können wir uns natürlich später ganz bequem im Fernseher anschauen, mittels HDMI-Anschluss. Ja, und wenn Sie irgendwo in Frankreich mal ein kleines, nettes Restaurant gefunden haben, das geht natürlich auch. All die Informationen kann man sich komplett mit so einem Tablet rausziehen. Man kann natürlich auch einen Restaurantführer sich runterladen, wenn man vielleicht irgendwann mal eine Schlemmertour macht, am Wochenende mal schön essen gehen will. All diese Sachen sind zu finden oder eben auch Hotels, die ich brauche. Also das geht alles so einfach mit einem Tablet und Sie können sich es anstatt einem Laptop natürlich auch überall mit hinnehmen, denn sowas passt in jede Tasche, passt in jeden Koffer. Und du hast es gerade gesagt, natürlich habe ich dann auch meine Bücher im Urlaub mit dabei und muss nicht riesengroß Koffer packen und habe dann 6, 7, 8 Kilo Bücher dabei, sondern ich habe einfach mein Tablet dabei. Dann heißt es jetzt ab sofort nicht mehr, ich packe in meinen Koffer eine Kamera, ein Tablet-PC, ein E-Book-Reader und dies und das, sondern ich packe in meinen Koffer ein X10 Dual. Genau. Und das für einen wirklich ganz kleinen und sensationellen Preis,
€199,30 mit einem superschnellen Zwei-Kern-Prozessor. Und Sie sehen es, es sieht natürlich auch wunderschön aus, dank dieser gebürsteten Aluminiumrückseite. Da kommt wirklich jedermann auf seine Kosten. Also das alles für unter 200 Euro ist immer wieder ein Knüller. Eine HDMI-Schnittstelle haben sie dran, ein HD-Display, damit sie natürlich auch alles gestochen scharf gucken können. Die zwei Kameras mit drin, ein rundum sorglos Paket. Und vor allem für das Geld ist das natürlich schon sensationell. Denn absolut, schauen Sie mal, vergleichbare Tablets in der Größe mit. Und ganz wichtig, 64 GB Speicherplatz, das sollten Sie immer dann vergleichen. Die kosten dann teilweise Unsummen mehr. Und das wollen wir nicht. Die PX8870 und die 569 ist für Sie hier der Einstieg in die Welt eines absolut ausgereiften und rundrum sorglos und perfekt funktionierenden Tablets. Und damit haben Sie sich dann für kleines Geld auch Ihren Traum erfüllt. Also einfacher geht's nicht. Und wir liefern es Ihnen auch noch direkt bis vor die Haustür. Und das auch noch ohne Versandkosten. Ja. Also, wenn Sie jetzt hier sagen, das klingt wunderbar, wenn ich jetzt nicht bestelle, dann werde ich mich später ärgern, dann können wir nur sagen, ja, das werden Sie definitiv. Und deswegen blenden wir hier gleich auch nochmal die Bestellnummer ein. Das ist nämlich die PX8870 und die 569. Einen sensationellen Akku haben wir auch noch eingebaut von bis zu 7 Stunden Videogenuss. Das ist eine ganze Menge, weil für so ein großes Display ist das schon wirklich sehr gut. Und hier, wie versprochen, die Bestellnummer PX8870 und die 569 und das für 199,30 €. Wenn Sie jetzt jemand sind, der sagt, ich kenne mich mit Prozessoren und allen möglichen aus und ich finde euer X10 wirklich toll, aber Zwei-Kern-Prozessor ist mir noch nicht genug. Ich will es sowas von schnell haben, also schneller am schnellsten. Dann haben wir jetzt für Sie auch gleich das passende Tablet, nämlich nicht nur mit einem Zwei-Kern-Prozessor, sondern mit einem ultraschnellen 4-Kern-Prozessor, die momentan ja eigentlich in so einem Tablet-PC unbezahlbar sind. Die sind ja wirklich noch in den Notebooks und in den anderen PCs eingebaut. Ja, und hier in so einem kleinen, flachen Tablet ist doch schon genial. Oder drücken wir es mal so aus, Sie wollen unbedingt das kleine Äpfelchen, können sich es aber nicht leisten und wollen die gleiche Ausstattung oder am Schluss sogar noch mehr, denn wir kommen jetzt, stimmt, zu unserem X10 Quad. Und das ist von einigen Leistungsdaten her identisch mit einem iPad 4 vergleichbar, hat aber sonst noch einige Vorteile mehr, nämlich wieder diese klassische HDMI-Schnittstelle, mit der ich alle Inhalte, die ich hier im Internet finde oder selber fotografiert und gefilmt habe, an den Fernseher weiterleiten kann, ganz einfach mit dem Kabel. Ja, und dann auch noch Ausstattungsdetails habe, die die Amis auch haben, aber bei uns für weit weniger Geld. Und genau darum geht es ja hier. Ja, oder umgedreht, dass wir sogar noch mehr haben, wie zum Beispiel den flexiblen Speicher. Ja. Ne? Also das ist ja bei dem amerikanischen Hersteller, wenn ich mich dann wirklich für so ein Gerät entscheiden sollte, weil ich denke, ach ja, ich habe jetzt mal Lust, 600, 700 Euro auszugeben. Warum auch nicht? Ist ja auch vollkommen gerechtfertigt, sind tolle Geräte. Aber mich nervt das immer, dass man sich dann wirklich vorher entscheiden muss, was man für eine Speichergröße braucht. Weil wenn ich vorhabe, mir so ein Tablet-PC zu kaufen, dann weiß ich doch jetzt noch nicht, was ich da drauf speichern und draufpacken will. Deswegen kaufe ich mir doch kein Tablet-PC, oder? Und hier haben wir einen flexiblen Speicher von bis zu 64 GB oder, um es mal in deinen Worten auszudrücken, Kai, ein Endlosspeicher, ne? Ja, genau, stimmt. Also genauso kann man es ausdrücken, denn Sie können sich ja jede Micro-SD-Karte, die Sie zu Hause haben, dann tatsächlich auch als Speichermedium hier drin auch weiterverwenden. Ob das jetzt eine zweite 8 GB, eine 16 GB, ist völlig egal, aber bis zu 64 GB kriegen Sie hier rein. Wir haben das Retina-Display vom gleichen Hersteller hier drin. 2048x1536 Pixel. Das ist übrigens ein Punkt, den kann man nicht oft genug sagen. Denn wenn Sie den Preis von 243,11 € sehen, dann ist das eigentlich nicht normal, dass man heute solche Display-Qualität für so kleines Geld kriegt. Denn die Amis, das wissen Sie selber, verlangen zum Beispiel jetzt für ein 16 GB oder ein 32 GB Gerät 700, 750, 800 €. Und bei uns sehen Sie mal, was da dann am Schluss nicht bezahlt werden muss, obwohl mehr Ausstattung drin ist. Und Android als Betriebssystem ist das weltweit marktführende Betriebssystem. Insofern haben Sie da auch eins, was sich wirklich bewährt hat und unserer Meinung nach auch wesentlich besser oder perfekt mit Windows-Rechnern, die Sie wahrscheinlich zu Hause haben werden, auch noch harmoniert. Das heißt also, wir haben an alles gedacht. Ich brauche keine extra Programme runterzuladen, ganz im Gegenteil. Alles ist hier drauf, anschalten, das auch nochmal ganz wichtig, wenn Sie das Gerät nach Hause kriegen. Harry hat es oft genug gesagt, länger als 5 Sekunden zum ersten Mal, wenn Sie das Gerät ausgepackt haben, den An-Aus-Knopf bei allen unseren Tablets drücken und dann fängt das System an, sich zum ersten Mal hochzufahren. Danach ist es nur noch ein Knopfdruck, ganz kurz draufgehen und schon läuft das wieder. Aber beim ersten Mal bitte knapp 5 Sekunden auf dem An-Knopf bleiben, bis eben dann auf dem Display zu sehen ist, dass das Gerät hochfährt. In einem Ausstattungsmerkmal sind wir sogar auch noch einen Ticken besser, nämlich was die Kameras betrifft. Stimmt, ja.
Wir haben auf der Rückseite eine, aber viel wichtiger im Frontbereich, also die Kamera für Videotelefonie, hat sogar eine ultrascharfe Auflösung von bis zu 2 Megapixel. Mhm. Und das ist natürlich noch ein ganz kleines bisschen mehr als bei den amerikanischen Herstellern. Und Bluetooth 4.0 haben wir für Sie ja auch noch draufgepackt, damit Sie dann auch ganz gern mal kabellos etwas streamen können oder kabellos ja, Musik hören können. Mhm. Sie sollten jetzt zugreifen, das haben nämlich auch unsere Kunden getan, wie zum Beispiel JL aus Dortmund. Er schreibt, das X10 muss sich nicht hinter dem iPad verstecken. Nee. Im Gegenteil, bei dem Preis nahezu die gleichen Leistungen zu erbringen und in puncto Qualität und Technik ist es einfach unschlagbar super. Auch da muss ich ein bisschen widersprechen, weil gleiche Leistungen haben wir ja gerade aufgezählt. Wir haben sogar noch mehr Leistungen. Aber vielen Dank an dieser Stelle nach Dortmund. Und RF aus Lauterbach, Hessen schreibt uns ein leistungsfähiges Tablet mit überragender Grafik, gefälliges Design und eine super tolle Akkulaufzeit zu diesem Preis unschlagbar. Auch hier 7 Stunden Akku. Akkulaufzeit, ne? 7 Stunden volles Entertainment. Ob das jetzt auf der Rückbank von einem Auto ist, wenn Sie es mal kurz an die Kinder weitergeben wollen oder weil Sie einfach gemütlich abends im Bett noch einen kleinen Film gucken wollen, alles das ist möglich. Was sagt denn Pearl.de zu dem Preis? Die können da nicht mithalten. Die liegen bei knapp 270 Euro, wobei das schon ein Knüller ist für das Gerät, 269,90 Euro. Und bei uns für 243,11 Euro können Sie sich zum Beispiel gerne mal für kleines Geld noch eine Schutzfolie fürs Display dazu bestellen. Stimmt. Oder eben eine passende Schutztasche. Alles das bieten wir Ihnen hier für 243,11 Euro an. Wahnsinn, oder? Das deswegen ist, Knüller, ist es definitiv auch unser meistverkauftes 9,7 Zoll Tablet überhaupt. Und wenn Sie jetzt auch dazugehören wollen, dann müssen Sie einfach anrufen und sich eins bestellen. Genau, Bestellnummer hierfür blenden wir übrigens auch gerade ein. Das ist die PX8880 und die 569 für unser schnelles X10 Quad, also mit dem superschnellen 4-Kern-Prozessor und dem gestochen scharfen HD-Display. Jede Menge tolle Produkte. Also wir haben ja jetzt wirklich hier 4 Tablet-PCs mal explizit miteinander verglichen. Und wir haben natürlich noch viel mehr im Sortiment. Aber wir haben uns jetzt einfach mal so bewusst ein paar rausgepickt, damit für jeden einfach hier was dabei ist. Ja, und Sie haben jetzt die Qual der Wahl, sollen jetzt explizit entscheiden, was möchte ich, was brauche ich. Und wir fassen deswegen für Sie jetzt auch nochmal zusammen. Genau, das geht ratzfatz. Angefangen haben wir nämlich mit unserem SX7 V2. 7 Geräten in einem, aber für einen Preis, dass ich echt nur noch staune. Tolles Display, tollen Prozessor, 2 Mobilfunkkarten, die ich mit reinpacken kann, navigieren, 2 Kameras. Das hört überhaupt nicht mehr auf bei dem Gerät. Der Preis ist entscheidend. 149,90 Euro für unser SX7 V2, also schon die neueste Generation. Und das ist doch echt mal ein Knaller. Eine Bestellnummer haben Sie natürlich hier für dieses Gerät auch. Das ist die PX8845 und die 569. 149,90 Euro. Und das ist in der Größe, nämlich 7 Zoll, unser absoluter Megaseller. Da würde ich Ihnen empfehlen, schlagen Sie zu. Oder Sie entscheiden sich für unser X8 Quad Pro. Das schöne und vor allem große 8 Zoll Display. Aber mit diesem Tablet können Sie nämlich auch noch telefonieren. Also wer sagt, das SX7 V2 gefällt mir rundum, aber es ist mir dann doch ein bisschen zu klein, das ist eher was für eine zierliche Frauenhand. Bitte, dann haben wir hier das X8 Quad Pro mit einem superschnellen 4-Kern-Prozessor. Und das bekommen Sie mit der PX8841 und der 569 für 189,91 Euro. Auch noch versandkostenfrei. Ja, und dann kommen wir jetzt zu unserem vom Preis her Einstiegstablet mit 9,7 Zoll, unserem X10 Dual. 2-Kern-Prozessor drin, HD-Display, alles das, was heute jemand, der sich so ein Tablet gönnen will, natürlich an Ausstattung erwartet, um wirklich auch vorne dabei zu sein. Der Preis für 199,30 Euro ist aber hier der absolute Knüller. 64 GB Speicherkapazitäten, HDMI-Schnittsteller, damit Sie alles ans Fernsehen weitergeben können. Die PX8870 und die 569, damit Sie da wirklich mal loslegen können. Und zu guter Letzt unser X10 Quad. Also unser große 10 Zöller mit einem superschnellen 4-Kern-Prozessor und einem gestochen scharfen HD-Display. Also hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Das ist schon toll und der Preis, das kann uns so schnell keiner nachmachen. Nee. 243,11 Euro. Mit dem flexiblen Speicher bis zu 64 GB unschlagbar. Und das mit der PX8880 und der 569, das ist hier für die Bestellnummer. Jetzt sollten Sie eins tun, nämlich zum Telefonhörer greifen, wenn Ihnen ein Tablet gefallen hat und sofort anrufen unter der 0180 51 51 und 3x2. Sie können natürlich auch gerne im Internet bestellen unter www.pearl.tv und sich jetzt Ihr Lieblingstablet-PC sichern für ganz kleines und schlankes Geld. Und Sie wissen es ja, ab 150 Euro kein Cent Versandkosten mehr und auch wenn Sie mehrere Artikel bei uns am Tag bestellen,
trotzdem nur einmal Versandkosten. Und wenn Sie vielleicht zwei, drei Tablets haben wollen, Sie können es sogar tatsächlich in drei kleinen Raten zu 0% finanzieren. Das ist einmalig 9,90 € Bearbeitungsgebühren und Versandkosten. Und schon können Sie das in drei kleinen Raten bezahlen. Also ich denke, wir sind soweit durch. Sie bleiben jetzt dran, bestellen und dann sehen wir uns, denke ich, gleich wieder, oder? Viel Spaß!